So, einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Willkommen auf SimChay, willkommen mit Euro Truck Simulator 2 und mit der nächsten lang erwarteten Folge hier, Wanzek Logistics, Folge 11. Hi Torben, grüß dich, schön, dass du schon da bist. Wie geht's, wie steht's? Ja, und dann können wir eigentlich auch gleich loslegen hier. Nochmal kurz checken, ob alles funktioniert. Kaffee steht auf jeden Fall schon mal da. Das ist ja auch nicht gerade unwichtig, wie ihr wisst. Ja, und abgesehen davon sieht es im Moment ganz gut aus. Oh, du musst lernen. Oder musst lernen. Ah ja, okay, für die Schule. Naja, könnte schlimmer sein, oder? Ja, also mir geht's auch gut. Und ich hoffe natürlich, dass es auch so bleibt. Schon mal schön, dass es dir gut geht, mein Freund. So, dann wollen wir hier aufsatteln und dann schauen wir mal, was wir dann hier an schönen Aufträgen haben. Ja, mach's gut, Torben. Ja, steht gut da, die Liftachse ist oben. Und los geht der Spaß. Hi Frozen Tomate, mir geht's gut. Ein bisschen frisch, aber ansonsten gut. Und wie sieht's bei dir aus? So, oh, da hat's gewimmelt. Ah, Frozen Tomate, danke für dein Follow. Willkommen auf SimChair, merci. Gracias, amigo muchachos. Thank you very much, mein Freund. Ja, danke auf jeden Fall, dass du dabei bist. Und schön, dass du auch im Chat reinschaust. Und natürlich auch super duper, dass es dir gut geht. So muss es sein. So, wo stehen wir denn hier in Litauen? Was haben wir hier Schönes an Aufträgen? Oh, Reis hoch nach St. Petersburg. Das ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Ja, aber was haben wir noch so am Start hier? Das sieht auch ganz gut aus. Motorroller. Ja, bin ich jetzt nicht so der Fan von, aber warum nicht? So, 8 Minuten, ja. Da ist auch nicht weit bis zum Laden. Hört sich gut an. Und Frozen Tomate, du bist wahrscheinlich auch begeisterter Truck-Spieler, oder? Truck-Driver. Ja, das Fenster können wir auch... Ne, das Fenster können wir schon mal hoch. Ist ja frisch draußen. Ja, Ausrufezeichen Discord. Da kannst du gerne auf dem Discord-Server kommen. Und, naja, gut, du hast in... Oh, wo kommt der denn her? Ach ne, das war ein Schatten. Oh, habe ich mich gerade vor meinem quasi eigenen Schatten erschreckt. Ja, auf der PlayStation 4 kam ja vor kurzem On the Road raus. Und es gibt ja noch dieses Truck Driver Spiel. Vielleicht kannst du dich ja damit etwas trösten. Aber ist natürlich kein wirklicher Vergleich zum Euro Truck Simulator. Wobei, ich habe mir auch mal eine Zeit lang überlegt, ob ich... Also On the Road gibt es ja auch für den PC. Habe ich auch für den PC. Bin ich jetzt aber nicht so begeistert. Spiele ich ab und zu mal. Und ich sehe auf jeden Fall Potenzial. Und Truck Driver habe ich noch nie gespielt. Da war ich mal überlegen. Also ich habe ja auch eine PlayStation 4 Pro. Ich habe noch einen anderen Twitch und einen anderen YouTube-Account mit dem Namen Let's Jay. Da spiele ich halt öfter mal auf der PlayStation 4 Pro. Da habe ich mir dann überlegt... Okay, er fährt weg. Ob ich da vielleicht mal mir auch Truck Driver hole und jetzt halt aus aktuellem Anlass On the Road, aber ja, mal abwarten.
Spielst du zufällig Landwirtschaftssimulator auf der PlayStation? So, links frei, alright. Dann wollen wir mal hier in die See stechen. Auch wenn es hier kein Schiffssimulator ist. So, natürlich, die Ampel muss noch mal rot werden. Ich traue mich da jetzt nicht zu fahren. In echt würde ich wahrscheinlich fahren. Aber in dem Game ist das immer ziemlich heftig, um es mal vorsichtig zu formulieren. So, dann gönne ich mir mal ein Schlückchen Kaffee. Also, hier zum Wohl, meine lieben Zuschauer. Du bist jetzt im Coldstream. Keine Ahnung, was du damit meinst, mein Freund. Aber hab viel Spaß damit. Da geht's auch schon rein. So, kein Verkehr auf der Gegenseite. Ach, auf dem Discord. Alles klar, super, danke. Dann schaue ich mal nach dem Stream rein. Kannst mir auch gerne eine Freundschaftsanfrage schicken, wenn du möchtest. Die nehme ich dann natürlich auch sofort nach dem Stream an. Oder wenn ich mir noch einen Kaffee holen gehe. Ja, Frozen Tomato, erzähl mal, was spielst du so auf der PlayStation? Spielst du On the Road, spielst du Truck Driver, spielst du Farming Simulator? Ich finde nämlich, wenn man Truck Simulator spielt, passt irgendwie auch der Farming Simulator gut mit rein. Also ich spiele ja auch viel Farming Simulator, deswegen passt das ja. So, dahin. So, da vorne ist nichts im Weg, gut. Aber wie macht man hier nochmal auf F, genau. So, Warnblinker an. Warnblinklicht. Nein, das war noch nicht. Da muss ich noch ein bisschen. Ja, Platz haben wir ja da vorne noch. Also nochmal ein bisschen gerade ziehen hier. Und jetzt voll zurück. Ah, okay, du spielst auch Formel 1, wahrscheinlich F1 2020. Ja, viel Spaß. Muss ich auch mal wieder spielen. Kein schlechtes Game. Ja, mich flasht gerade wieder der Volvo, wie schön der doch aussieht. Ich kann machen, was ich will, ich bleib irgendwie Volvo-Fan. Ja, und dann lassen wir hier mal schön hinten alles reinrollen. So, und nicht anders machen wir das. So, ich würde sagen, wir stehen auch okidoki da. Und dann einmal die Taste betätigt und es wird geladen.
Hi WATFA, guten Morgen. Na, wie geht's? Und wie steht's? So, dann wieder raus auf die Straße. Und dann fahren wir hier mal weiter. 5 Stunden. Ja, easy going die Tour, würde ich sagen. Hallo Ghost Kippo, auch dir schönen guten Morgen. Ja, ich drück dir die Daumen, Frozen Tomate. Spielst du Singleplayer oder Multiplayer? Na, Ghost Kippo, wie geht's? Und WHTFA? Lasst mich raten, ihr seid im Homeschooling. So, links frei, alright, rechts frei, alright, links frei, alright, rechts frei, alright. Super duper. Wo war der Tempomat? Ah, okay, dann haben wir das auch drauf. Ja, schön. So, ich weiß gar nicht, hier rechts sieht nicht so aus, oder? Nein. Ah, alles klar. Ja, dann viel Spaß in der Schule, nicht wahr? Ah, super, WATFA. Hi Silvertaff, guten Tag. Ja, das ist doch super, WAT, dann enjoy it, würde ich sagen. Ach, du bist eingeschlafen? Ja, lief noch gut. Werde ich auch heute auf YouTube hochladen, falls dich das Ende interessiert. Aber ich denke, so viel ist nicht mehr passiert. Ich weiß natürlich nicht, wann du eingeschlafen bist, Silvertaff, aber ja. Also, wir haben dann noch ein bisschen den Hof aufgeräumt und uns noch ein bisschen um die Tiere gekümmert, die Geräte ein bisschen geparkt und alles sauber gemacht und schon mal. Ja, quasi nochmal durchgeplant, was wir dann in der nächsten Folge machen. Also ich denke, so krasse, wichtige Sachen wirst du nicht verpasst haben. Hoffe ich zumindest. Aber wie gesagt, wenn nicht, schaust du es dir einfach auf YouTube an. Oh, alles klar, Frozen Tomate. Du hast mir noch gar nicht erzählt, ob du Multiplayer spielst oder Singleplayer, oder habe ich das überlesen? So, hier weiter geradeaus. Verkehr nimmt etwas zu, aber wir haben es ja nicht eilig. Mit 81 geht es sehr fröhlich nach Russland mit. Nee, Quatsch, Entschuldigung. Nach Lettland mit Motorrädern, ja. Motorradrädern, nein, Motorrädern, so rum, ja. Einfach mal mit Motorrädern. Reicht ja auch. So, da hat es gebimmelt. Nice. 41 Beratzelmann 41 oder ja, Beratzelmann. Grüß dich, danke für dein Follow. Willkommen auf SimChase. Thank you, merci, gracias, amigo, muchacho. Very, very mucho. Ne, chingo. De nada, amigo, muchacho. Hallo und willkommen.
Ja, ich freue mich voll aufs Iberia DLC. Hab heute mal wieder im Forum vorbeigeschaut, aber leider immer noch keine Info übers Release. Die lassen sich ganz schön Zeit, wenn man mal bedenkt, dass das schon vor Weihnachten rauskommen sollte. Irgendwie schon ein bisschen, ja, unnice, muss man sagen. Allgemein finde ich, die Updates ziehen sich bei SCS immer. Klar, Qualitätsstandard muss gewährleistet sein, das bekommt man aber auch, denke ich mal, in dem Umfang deutlich schneller hin, wenn man das möchte. Aber okay, ich freue mich trotzdem. Oder jetzt erst recht. Ich meine, die haben ja jetzt noch dieses neue Lichtsystem und ein paar neue Sounds hier und damit eingefügt. Also ist in und auf jeden Fall für alle gut. Ah, du spielst Karriere Frozen Tomate. Ja, finde ich gut. Ich bin ja auch eher ein Singleplayer-Spieler. Und ich habe mir auch mal vorgenommen, alle F1-Spiele im Singleplayer durchzuspielen, also die Karriere quasi zu spielen. Ist ein langer Weg und ich habe noch keine Zeit gefunden, damit anzufangen. Aber werde ich natürlich übelst gehen mit dem Avio. Der ist ja auch geil hier. Aber richtig geil. Dann ist ihm eingefallen, er will gar nicht an die Tankstelle. Ja, kann man auch mal, wenn von hinten einer mit 80 Sachen ankommt, einfach nach links rausfahren. Kann man mal machen. Dann braucht man sich aber nicht wundern, wenn es kracht. Naja, auf jeden Fall, ja, F1 sind schon sehr coole Spiele von Codemasters, durch die Bank weg, alle. Und ja, irgendwann werden wir die auch mal wieder Let's Playen. Vielleicht mal einen extra Channel machen, nur für F1 Games, das wird sich ja lohnen. Es gibt ja alleine von Codemasters 2010, 2020, mit diesem Jahr, alleine mit die, also wenn man dieses Jahr schon mitzählt, dieses Jahr kommt ja wahrscheinlich auch wieder ein Teil raus, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe, 11 Titel. Also damit kann man schon sehr viel Zeit verbringen, wenn man wirklich alle im Singleplayer spielt und die Karriere durchspielen will. Allein beim ersten Teil spielt man 5 Karrieren und ich glaube, bei den späteren Teilen kann man sogar mehr spielen, vielleicht sogar teilweise unendlich viele. Also das Ziel ist natürlich dann immer Weltmeister zu werden. Je nachdem, wie realistisch und auf welchem Schwierigkeitsgrad man spielt, dauert das natürlich auch dementsprechend. Also ja, man hat schon viel, kann schon viel Zeit, Lust und Laune mit reinballern. Ja, da bringt mich die gute Tomate echt wieder auf eine Idee. Also, ja, so ist es. Eigentlich eine coole Idee. Ich als Formel-1-Fan habe schon ewig kein Formel-1 mehr gespielt. Wie geht das denn? Wie geht das denn? Iberische Halbinsel. Ja, Silvatav. Also du meinst, dass die auch die Iberische Halbinsel mit einbauen oder was? Ja, also auf jeden Fall Spanien und dann. Ja, wenn dann auch noch so eine Halbinsel da mit drin ist, von mir aus. Wieso wird eigentlich öfter mal Spanien international als Iberia bezeichnet? Also es heißt ja eigentlich Spain. Aber ich lese immer wieder von Iberia. Die nennen es ja auch Iberia, obwohl es Spanien ist. Ich fahre in deine Heimat. Wo wohnst du nochmal? In Rostock oder so? Oder kommst du aus Iberien? Iberien, kann man das auf Deutsch überhaupt so nennen? Also aus Spanien, Espanol. Okay, scheinbar habe ich voll am Ziel vorbeigeschossen. Naja, macht ja nichts, macht ja nichts. So, hier weiter geradeaus, oder? Oh, nee, ich glaube nicht, oder? Nee, oder? Ich bin hart verwirrt, aber ich glaube, ich habe dann doch noch mal. Ach, du bist Spanier? Tatsächlich, ja, aber Silvertopf, da bin ich mir sicher, das sagst du mir jetzt zum ersten Mal. Ich glaube nicht, dass wir schon mal drüber gesprochen haben, oder?
Boah, viel zu hart angebremst hier. Ja, siehst du? Ja, geile Sache. Dann kann ich ja irgendwann diesen Jahres, wenn das Iberia DLC erscheint, bei dir vorbeischauen auf ein Käffchen oder was trinkt man so in Spanien? Ich denke mal, Spanier trinken auch Kaffee, aber Spanien ist jetzt nicht unbedingt für die Kaffeekultur bekannt. Wahrscheinlich trinkt man bei euch eher sowas, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Espresso, oh ja, auch nicht schlecht. Bin ich auch dabei, kein Problem, kein Problem. Ich bin mal in iRacing GT3 Rennen gefahren. Und ah, den Polizist lassen wir mal hier auffahren. Und da waren, also es war ein, es war auf jeden Fall mittelmäßiges Grid, also das heißt, ich bin ja auch kein Vollprofi-Rennfahrer. Es war vom Spiel, also der Durchschnitt des Skills war so, dass ich um den Sieg mitfahren konnte und ich bin im Qualifying auf jeden Fall irgendwo Top 5 gelandet. Warte mal kurz. Keulebeule 19, auch dir schönen guten Tag, willkommen auf SimTrain, merci, krass, es ist ein Muchacho, thank you very much, schönen guten Morgen, schön, dass du im Chat reinschaust, danke für die Unterstützung, den Support und so weiter und so fort. Ja, auf jeden Fall waren da unter den Top 5 auch drei Spanier, da stand übrigens auch Iberia und nicht Spain. Und ich war dann am Ende Zweiter, der erste war zugegebenermaßen zu schnell für mich, aber der hat beim Kraftstoff ein bisschen falsch kalkuliert oder einfach die Karre überzockt. Und in der letzten Runde ist in der Sprit ausgegangen. Es war ein Monza, also viel Hochgeschwindigkeitsanteil. Und ich konnte dann vorbeifahren, weil der rumgestottert hat, weil er keinen Kraftstoff hat. Und ich habe mich natürlich voll gefreut, habe ich gewonnen. Und dann schreibe ich halt in den Chat, hey, good race und so, was man schreibt. Und die arroganten Spanier, denkst du, hat mir mal einer zum Sieg gratuliert, die haben nur rumgemault, oh, wegen 0,2 Liter habe ich jetzt das Rennen verloren und so. Alter, Alter, das werde ich nicht vergessen. Und das habe ich dann noch einem Bekannten aus meiner Familie abends erzählt und der meint, ja, das ist typisch Spanien, das ist beim Fußball genauso, so sind die Spanier halt. Tja, was soll man machen? Ah, okay, Silvertaff, also lag das nicht an mir. Na dann. Passt ja alles. Na, Keule Beule, wie geht's, wie steht's? Bist du auch ein Mann des Diesels? Mit anderen Worten, bist du auch ein Truck-Fan und spielst du auch Euro Truck Simulator? Wieso habe ich da eigentlich das Fenster runter gemacht? Ich glaube, ich dachte, da ist eine Mautstelle oder eine Zollstelle. Nein, man fährt einfach gechillt hier rein. Offene Grenzen ist wohl noch Europa. Hi Louis, grüß dich, auch dir einen schönen guten Morgen und guten Tag. Ja, also ich kenne auch ein, zwei Portugiesen aus meiner iRacing-Zeit, zufälligerweise eher aus meiner R-Factor 2-Zeit. Aber ich glaube, die spielen mittlerweile auch iRacing. Ja, auf jeden Fall, die waren cool drauf. Da habe ich noch stolz gesagt, ich finde Cristiano Ronaldo cool. Und da haben die gesagt, ach, vergiss Cristiano Ronaldo. Ich habe zwar nichts gegen den und auch nicht gegen seine Art, aber scheinbar gibt es da auch ein paar Portugiesen, die es wohl nicht so mögen. Wie auch immer, die Portugiesen, mit denen hatte ich echt nie Probleme. Die waren schon nice drauf. Ich habe auch mal einen kennengelernt im Real Life durch in der Sprachschule. Und ja, der war auch voll gechillt drauf. Lieber Kerl auf jeden Fall. Kann ich überhaupt nichts Negatives sagen. Jo, hi Christian, guten Morgen. Na, hast gut geschlafen, mein Freund? Geht's heute wieder auf Achse oder hast du heute mal einen freien Tag? Okay, du magst Ronaldo auch nicht. Also ich mag Ronaldo. Ich habe überhaupt kein Problem mit seiner angeblich so arroganten Art und so. Ich finde, er hat's voll drauf also er hatte es voll drauf und nach wie vor hat er es auch noch voll drauf und vor der Leistung finde ich, kann man schon mal Respekt haben. Aber ist okay. Ich kann verstehen, dass es das nicht bei jedem gut ankommt.
Haben wir ja auch hier mit dem guten Lewis Hamilton gesehen. Da sage ich auch, ich habe größten Respekt vor seiner Leistung, aber, oh, da fahre ich jetzt noch drüber. Aber hier gibt es ja auch einige, die finden die Art von ihm mittlerweile nicht mehr so geil vom guten Lewis Hamilton. Und ja, so wird es wahrscheinlich auch mit Cristiano Ronaldo sein, aber wie auch immer, man kann ihnen ein gewisses Können nicht abschlagen, abstreiten, also streitig machen. Aber natürlich die Art und Weise, wie man sich verhält und so, klar, kann man, wenn man möchte. Ja, übrigens sehr schön hier alles. Ja, das war klar, dass ich die Ampel hier nicht mehr bekomme. Auch nicht zum halben Preis. Oh, na, da drücke ich die Daumen, Chris, dass du am Freitag frei hast. Ja, ist ja umso schöner, wenn er sogar hinter den Kulissen, also abseits der Kamera und Publicity, viel für Portugal getan hat. Finde ich gut. So muss das sein. Ja, hier voll durch die Stadt. Sieht übrigens auch sehr schön aus. Zum Glück nicht so viel los. Ohne Straßenbahn. Ja, mit der wollen wir uns jetzt mal nicht anlegen. Nicht, dass da noch was ganz, ganz Schlimmes passiert und wir morgen in der Zeitung stehen. Verrückter deutscher LKW-Fahrer, total übermüdet, mit 3 Promille im Blut, rast in litauische oder lettländische, isländische Straßenbahn. Ich war's nicht. Oh, da kommt schon die nächste. Auch sehr schön, ne, mit dieser Straßenbahn. Tja, ich bin sehr auf das Iberia-DLC gespannt. Ich erwarte auf jeden Fall High Quality nach diesem Maß hier. Mann, 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 mal sehen, wie lange es noch dauert. So, hier kommt wahrscheinlich jetzt der nächste Zug. Nein, Glück gehabt. Eine Stunde noch, ui. Und 39 Minuten. Ich dachte, wir sind ja schon kurz vorm Ziel, weil wir hier schon irgendwie so krass durchs Zentrum fahren. Aber scheinbar ist hier die Verkehrsanbindung nicht die beste und man muss hier, also man hat keine direkte Autobahnverbindung. Ups, brauche ich gar nicht zu blinken, sowas. Ja, wie auch immer, ist auf jeden Fall schön hier das alles zu sehen. Hi Torben, welcome back, my friend. Na, wie läuft das Lernen? Berge, enge Gassen, ja, klingt nach einer Menge Spaß, oder pure Verzweiflung. Ja, als, ja, wahrscheinlich wird das eine anstrengende Kiste. Wahrscheinlich, wenn wir dann permanent am Lenkrad rumrudern müssen und Augen aufhalten. Vielleicht habe ich dann nicht mal mehr Zeit, um in den Chat zu gucken, weil ich mich so auf das Wesentliche auf der Street konzentrieren muss. Wer weiß, wer weiß.
Also Ghost Kippo, ich habe Lenkräder. Ich werde auch in Zukunft wieder mit Lenkrad spielen. Ich habe am Anfang hier die ganze Zeit mit Lenkrad gespielt. Und dann eine längere Zeit mit Gamepad. Und jetzt gerade seit zwei, drei Folgen probiere ich mich mal einfach mit Maus und Tastatur. Es ist halt sehr bequem. Man kann ganz gechillt fahren und so. Aber nach einer Zeit reizt es mich auch einfach wieder die Immersion und Authentizität und das Lernen fürs Real Life quasi. Und deswegen werde ich mir früher oder später auch wieder eine Lenkrad-Setup bauen. Also ich habe da einige Pläne und Vorstellungen. Mal schauen, was ich davon am Ende umsetze. Auch den Farming-Simulator habe ich ja lange mit Lenkrad gespielt. Und ja, mal schauen. Ich will nicht ausschließen, dass ich auch den Farming-Simulator mal wieder mit Lenkrad und allem Schnickschnack hier und da spiele. Einfach um es realistischer zu machen. Auch dass man den Frontlader und irgendwelche Stapler und Kräne dann richtig mit Joystick bedient und sowas. Ja, ich habe immer mal so Bock. Am besten, ich habe hier drei, vier PCs stehen. Das wäre optimal. Und in jedem PC eine andere Setup, wie ich halt gerade Lust und Laune habe. Ja, wer weiß, vielleicht gibt es ja eines Tages mal eine Wheelcam oder sowas. Ist ja für manche Zuschauer auch sehr interessant. Und wie sieht's bei dir aus, Ghost Kippo? Spielst du auch mit Lenkrad? Ah, cool. Welches Lenkrad hast du, wenn ich fragen darf? So, links frei, rechts frei, links frei, rechts frei. Oh, schön, das gefällt mir hier. Wenig Verkehr, gut ausgebaute, breite Straßen. Was will man mehr als Trucker? Ah, das LS-Lenkrad, also dieses Traktor-Lenkrad. Ja, nicht schlecht. Bist du zufrieden damit? Macht das Frozen Tomate. Ja, freut mich, Ghost Kippo. Also ich denke ja, wenn man dann Farming Simulator spielt und schön im Traktor sitzt mit so einem Traktorlenkrad, das passt sehr gut. Freut mich, dass es dir gefällt. Ja, schöne Allee hier. Ui, ein bisschen zu schnell. Ach, egal. So, hier rechts rein. Oder? Ja. Durchaus, wenn die Ampel mitspielt. Oder wird sie grün? Und die Feuerwehr ist am Start. Meiner Meinung nach schnell unterwegs. Schneller als die Feuerwehr erlaubt. So, wenn wir beim Kunden sind, gibt es erstmal die nächste Kaffeepause. So, hier, die Ampel ist grün. Noch. Und die hier leider schon nicht mehr. Kann ja noch werden.
So, Fenster geht wieder runter, Blinker geht auch an. Ach ja, echt schön. So, wir scheinen wohl hier direkt am Port abzuladen, am Hafen. Motorräder, ja, die werden dann wahrscheinlich verschifft und irgendwo hingeschickt. Hi Nils Zock, grüß dich. Wie geht's dir? Einen schönen guten guten Morgen. Ja, einen schönen guten Morgen wünsche ich dir auf jeden Fall. Hi Chef. Die Shopper? Ach so, das kann auch sein. Die haben wir aber nicht aus Deutschland geholt. Die haben wir aus hier irgendwo hier geholt. Echt, weiter sind wir gar nicht gefahren. Naja, aber kann natürlich sein, dass die am Ende doch irgendwie nach Deutschland gehen, wobei das eigentlich logistisch keinen Sinn macht, dass wir die erstmal nach Russland fahren. Wer weiß? Vielleicht auch nur so ein Geldwäschegeschäft. Ach, was weiß ich. Ich transportiere die Dinger nur. Mehr muss ich auch nicht wissen. Hauptsache, ich bekomme meine Eddies am Ende. Ja, Silvertaf, hast du recht. Kaffee trinken, das ist einer der wenigen Sachen, die wahrscheinlich immer Sinn machen werden. Hätte ich auch mal schöner anfangen können hier. Genau, mache ich auch gleich Silvertaff. Ja.
Ups. Ah, meine Reisetasche steht auch noch da. Schön, schön, schön. Ja, einfach schön, der Volvo. Gut, dann einmal Kaffeepause bitte. Bis gleich. Ciao, ciao. So. Da bin ich wieder. Und dann geht's auch schon weiter. Ja, einmal speichern. Kann ja nicht schaden. So. Und nächste Mission. Oder was heißt nächste Mission? Nächste Tour, wo auch immer das hingeht. Oh, leckeres Ahornsirup. Bis runter, bis nach Ungarn. Ja, komm, die machen wir. Ja. Das, da haben wir gut zu tun. Also, das wird wahrscheinlich dann auch die letzte Tour für heute. Weil das wird jetzt erstmal dauern. So, erstmal hier wieder laden bei dem netten Herrn. Hi Chef, wo darf ich hinfahren? Leckeres Ahornsirup, da bin ich dabei. Ja, da drüben hin. Super. Hätte man mich nicht einfach da laden können? Naja. Was wundert einen schon heutzutage noch als LKW-Fahrer?
Ui, da hat's nochmal gebimmelt. Cool. Hi Timmy Tigi oder Timmy TG. Grüß dich, willkommen auf SimJ. Merci, gracias, amigo muchachos. Thank you very much für dein Follow, für den Support, fürs Zuschauen. Ich wünsche dir einen guten Morgen. Keine Sorgen und volle Power und vollen Tank mit Diesel Cheesel, mein Freund. So. Oh, was ist denn das hier für ein schwarzes Ding? Da stehen wir. Und dann laden wir. Und dann ein Stückchen Kaffee. Für zwischendurch geht's auch noch. So. Gut, es sind nur 23 Stunden. Easy. 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 Ah, ja. So, links frei. Rechts sieht's auch knusprig aus. Nur ein bisschen aufpassen hier beim Rausfahren. Aber wenn wir hier schön weit wieder die Kurve ziehen. Dann müsste das ja passen. Nochmal hinten schauen. Ja, perfekto. Naja, was ist schon perfekt? Aber es war gut genug, damit wir keinen Schaden verursacht haben. Yay, ich freue mich. Freu, freu. So, Stoppschild natürlich auch nicht übersehen. Oder überfahren. Oder beides. 21, 22, so. Dann haben wir da auch schon angehalten. So, wie sieht's aus? Links sind die Straßen. Nö, nicht ganz frei, aber es ist überschaubar. Auch rechts überschaubar. So, links frei. Okay. Komm schon rechts, Bro. Oh, komm schon, Junge. So, links. Oh, jetzt wird's eng hier. Komm, jetzt fahr. Jetzt bleibt er auch noch stehen. Oh, ha, du verdammter. Was ist das? Sieht fast aus wie ein Mustang, oder? Könnte das sein? Ne, gibt es einen Mustang überhaupt als Cabrio? Und er bleibt halt auch stehen. Ja, geil. Und so, dass ich nicht mal hier sehen kann, was abgeht da drüben. Ja, danke für nichts, kann man da nur sagen. Und er bleibt auch stehen. Ja, danke. So, rechts rein. Okay, also was. Ich meine, danke, Jungs, aber. Ja, in echt wäre es wahrscheinlich anders gelaufen. Naja. Trotzdem einfach mal Dankeschön. So, Müdigkeit ist im blauen Bereich, Kraftstoff relativ empty. Und irgendwann sollte man den LKW auch mal warten lassen, wobei darum kümmert sich der Chef. Oh, das schaffen wir noch, oder? Mal ein bisschen weit die Kurve hier genommen. Naja. So, die wird doch bestimmt auch gleich wieder rot hier. Naja, noch haben wir es im Griff. So, hier kommt auch keiner. Sehr schön. Oh, die aber jetzt. Ja, komm, da halte ich an, oder? Oh, das hätte ich noch gepackt. Viel zu sozial wieder. Naja, gut, kann man nicht ändern. Wir haben ja Zeit. Naja, mal schauen, ob wir bis 12 Uhr fertig werden mit der Tour. Ich denke aber mal schon.
So, da hinten kommt einer, aber der ist noch weit genug weg. Bleifuß und go. So, ich habe Vorfahrtmeister, schön warten. Uah, der ist aber ganz schön in die Kreuzung reingedeift. Ja, und da, wo wir hergekommen sind, fahren wir jetzt erstmal das Teilstück hier auf der Bundesstraße zurück. Und dann wird es wahrscheinlich irgendwann auf die Autobahn gehen, wobei. Vielleicht eine Runde schlafen und tanken vorher wäre auch nicht verkehrt. So, da vorne wäre diese besagte Tankstelle. Na, dann schaue ich mal, ob wir da nicht rein nuckeln und juckeln können. Ja. Wenn da schon eine ist, dann können wir das sicher auch tun. Nur die Einfahrt treffen. Aber da ist ja auch schon ein Schild hier links. Und der Kollege will auch was. Ja, vielleicht mal auf Toilette und was essen. Kann gut sein. Boah, ja, und vielleicht auch eine Runde schlafen. Oh ne, er will ja gar nicht hin, er fährt da auf der Straße weiter. Ja, macht nichts, wir fahren da auf jeden Fall hin. So, einmal tanken. Ja. Sind dann normal nicht so Markierungen fürs Tanken, aber ich glaube, mit dem einen Mod sind die dann verschwunden. Ich hoffe ja mal, hier kann man tanken. Zumindest, oder ist das eine Tankstelle? Ja, ich dachte erst, es wäre vielleicht so eine Art Staubsauger. Nee, tatsächlich, hier kann man tanken. Das machen wir jetzt auch. Ah, gib mir den guten Diesel, Baby. Ja, und jetzt da rechts einfach mal parken. Und vielleicht vorher noch das Automatikgetriebe einlegen. Ein Gang quasi. So, also das sieht auch hier aus wie so ein Parkplatzstreifen für größere Fahrzeuge.
Dann fahre ich da mal vor, dass wir nicht den ganzen Platz hier wegnehmen, falls sich da noch mal jemand anders heute hinstellen möchte. Oh, so, und Augen zu. Ach ja, wie schön. Und mitten durch die Nacht geht's hier weiter. So, mal gucken, steht da hinten jemand? Nein. Schön. So, da links kann ich doch bestimmt rausfahren. So, voller Kraftstoff und ausgeschlafen, mehr oder weniger. Oh, chillig, würde ich sagen. So, noch ein Schlückchen hier. Links frei, rechts frei, links frei, rechts frei. Links frei, rechts frei, ja, wobei da fahren wir. Der ist ja noch etwas weiter weg da. So, und jetzt fahren wir gemütlich hier runter. Das wird natürlich ein bisschen dauern. Finde ich okay. Solange ich Kaffee on board habe, bin ich happy. Was ist da rechts? Nichts Weltbewegendes. So, links frei, rechts frei, links frei. Gut.
Oh, was ist denn das hier für eine kleine Straße? Okay, dieses Pfeilschild heißt wahrscheinlich Einbahnstraße, ja. Also, beziehungsweise, ja, okay, da splittet sie ja wieder. Wäre mir jetzt einer entgegengekommen, das wäre nicht so gut, aber ja. Geht schon, geht schon. Hier ist ja ohnehin nicht so viel Verkehr, wie wir schon mehrfach heute feststellen durften. Also hält sich natürlich alles im Rahmen hier. Oh. Da hat die Ampel geblinkt. Oh, hier blinkt die Ampel auch, aber passt schon. Na, ja. Gut, der ist. Oh, der ist auch noch drüber gefahren über die Ampel. Ich habe gedacht, der bleibt stehen. Falsch gedacht. So, hier werden wir nicht mehr drüber kommen. Doch, er fährt noch ganz chillig drüber. Ja, ach so, die ist aus, die Ampel. Ah ja, logisch. Aber wir haben Vorfahrt, alles klar. So ist das also. So, noch ein Schlückchen Kaffee hier. Krass, das habe ich nicht mal kommen sehen. Ich habe doch hier Vorfahrt, oder? Naja, keine Ahnung. Muss ich mir noch mal im Stream angucken, wie das passieren konnte. Krass, krass. Also, ja. Da bin ich ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Das muss ich mir im Stream anschauen. War das mein Fehler? War das KI-Versagen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nämlich gerade auf meinen Laptop geguckt, als es passiert ist. Da bin ich ja mal sehr gespannt drauf. Naja, solange ich nicht dran schuld bin, bin ich zufrieden. Aber ich weiß es natürlich nicht. Ich weiß nur, es war eine Vorfahrtsstraße, an der Kreuzung hatte ich Vorfahrt. Es kam keiner, also ich schätze mal, der ist mir einfach reingefahren. Aber ja, ich schaue es mir nachher mal an. Dann kann ich euch mehr dazu sagen. So, eine Sekunde, ich muss jetzt doch nochmal an meinen Laptop. Ich hab da irgendeine Nachricht bekommen. Da bin ich natürlich ganz neugierig. Okay. Wie immer, nichts Weltbewegendes. So, weiter kann die Reise gehen. Mann, der hat mich ja voll schockiert hier, dieser Crash Driver.
So, weiter aufs Ziel zu. War eine leicht scharfe Kurve hier, aber bergauf. Und so scharf sieht sie gar nicht aus. Ist also machbar, denke ich. Ups. So. Nein, leider keine Haustiere, aber coole Frage. Hast du Haustiere, Ghost Kippo? Und wenn ja, welche? Ich denke mir manchmal, es wäre cool, wenn ich einen Hund hätte, aber habe ich leider nicht. Hatte ich auch leider noch nie. Hätte ich aber eigentlich immer gerne gehabt. Und wenn ich LKW-Fahrer wäre im Fernverkehr, wie geil wäre das, wenn man seinen Hund dann auch noch mitnehmen könnte? Das stelle ich mir extrem nice vor. Aber auch so ein Hund geht immer, glaube ich. Ah, eine Katze, ja, auch nicht schlecht. Wenn sie lieb ist. Wie heißt deine Katze denn? Ich hoffe, die Frage ist gestattet. Schön, dass sie lieb ist. Sehr, sehr gut, Ghost Kippo. Minka, oh ja, ein schöner Name. Ein sehr passender Katzenname. Hallo Minka, ich grüße dich. Oh, es geht da vorne ab. Ja. Fabi? Ja, alles klar. Dann hi Fabi, grüß dich. Werde ich mir merken. Auch kein schlechter Name.
So, hier geht's wohl Richtung Polen, wie man unschwer erkennen konnte. So, hinter uns ist alles frei, schön. Ja, keep on trucking, kann ich da nur sagen. Was sonst? Weiter geradeaus, okay. So, der Pkw da links hat auch die Bremse mit dem Gas verwechselt. Okay, man darf hier nur 70 fahren, ich weiß, aber trotzdem, dann soll er doch bitte rechts fahren. Was fährt er denn auch links? Ja, und schwupps, weg ist er. Da vorne ist die Polizei am Start. So, noch 18 Stunden. Boah, langsam kommen wir dem Ziel näher, aber es wird noch ein bisschen dauern. Macht ja nichts. Die nächste Kaffeepause, sie kommt bestimmt, kann ich da nur sagen. Hi Colin, schönen guten Morgen, schönen guten Tag, wie geht's, mein Freund? Danke für dein Hosting, sehr nice. Schön, dass es dir gut geht, so muss das sein. Und hast du auch gerade Homeschooling oder was treibst du Feines? Schon 5:33 Uhr hier. Die Nacht ist ja fast rum. Cool. Ferien und Zocken, aber sowas von. Ja, sehr, sehr nice, Colin. Und was zockst du gerade Schönes? Oder was wirst du heute noch zocken? Mir fällt gerade wieder ein, ich wollte gestern Abend eigentlich einen Cappuccino trinken. Habe ich voll vergessen. Dann werde ich das wahrscheinlich heute nachholen. Im Lauf des Tages, wie man so schön sagt. LS und F1 2020. Eine gute Mischung. Läuft bei dir, Colin.
Oh, hier 50. Na, dann lassen wir uns mal ein bisschen runterrollen. Colin, spielst du F1 2020 eigentlich im Singleplayer oder Multiplayer? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich schon mal gefragt habe. Falls ja, bitte entschuldige, ich weiß es nicht mehr. Wir hatten heute Morgen auch einen hier, die gute alte Tomate. Neuer Follower, der spielt auch gerade F1 2020. Der wiederum spielt eher Singleplayer. Ah, du spielst auch Singleplayer. Okay. Oh, da steht wieder ein schöner Traktor am Straßenrand. Ja, gefällt mir einfach. So, jetzt ist die Frage, wann machen wir die nächste Kaffeepause? Irgendwann, wenn er wieder anfängt zu gehen hier.
Oh, 50 hier. Und dann geht es hier durch das bescheidene Städtchen durch. Ja, ich habe schon befürchtet, dass wir hier nicht mehr drüber kommen, bevor es rot wird. Und so ist es auch gekommen. Tada! Ach ja, so. So, nächste Street. Ich wollte eigentlich sagen, nächste Kreuzung hinter uns gebracht. Ja, mal schauen. Ja, wann machen wir eine Kaffeepause? Das ist eine gute Frage. Allzu lange wird es wohl nicht mehr dauern. So 70, okay. Hey Lukas, schönen guten Morgen. Mr. Groß, wie geht's, wie steht's? Na, liegen die Steaks schon in der Pfanne? Danke, gut, und wie geht's dir? Das freut mich, mein Freund. Dass es dir gut geht, ist super.
So, bleibt die Schranke auf oder zu? Sieht gut aus. Mit Schwung drüber. Ah, heute kein Steak, aber leckeres Müsli mit Weintrauben. Das sind doch nicht etwa die Weintrauben von Erlengrad von unserer Folge gestern, oder? Sind das zufällig blaue? Dann hast du die wahrscheinlich frisch aus der Schweiz, aus Erlengrad. Wir haben nämlich endlich gestern mal wieder, ja, hast ja mitbekommen, Erlengrad gezockt. Das können also nur unsere Weintrauben sein. Ja. Siehst du, ich hab's doch gewusst. Ja, dann lass sie dir mal schmecken. Aber echt, Lukas, voll der Zufall, hey. Danke, freut mich. Na, dann werde ich mal zusehen, dass die nächste Ladung auch eine gute Qualität ausspuckt. Immer schön Wasser und frischer Mist rein, so muss das sein. Danke. Vielleicht werden wir ja auch mal irgendwann in der Estancia La Pacho sowas anbauen. In der knalligen Sonne kommen die bestimmt auch gut. Aber in den Schweizer Alpen haben sie natürlich auch dieses gewisse feuchte, dünne Luftaroma, das man nur in den Schweizer Alpen, in Erlengrad und Umgebung so schön und flockig, locker, leicht und cremig hinbekommt. Ja, könnte ich machen, WHTFA. Ja, ach so, nee, noch nicht in der nächsten Folge, Lukas. Aber alles ist soweit vorbereitet. Also am Sonntag knallt die Kuhmilch rein, sage ich mal. Ah, guck mal, was ist denn das für ein Turm da rechts? Ist das ein oldschooliger Wasserturm oder ist das vielleicht sogar eine Art Touristenattraktion? Eine Mischung aus beidem wahrscheinlich. So, Diesel ist noch gut vorhanden. Und die Müdigkeit geht noch, sag ich mal. Hike Zorro 96, ne, sorry, Zorro 99. Guten Morgen, guten Tag. Oh, jetzt fängt unser Fahrer hier doch an zu gehen. Alles klar, dann schauen wir mal, wo wir die nächste Kaffeepause einlegen. Ja, da vorne. Das sollte noch machbar sein bei Lublin. Und dann ist es ja auch nicht mehr weit. Da haben wir noch ungefähr leicht abgerundet 10 Stunden Fahrzeit. Passt. Auch von der Real-Life-Uhrzeit, das geht sich ganz gut auf. Oh, wo es hingeht, ja, kann ich dir zeigen. Und zwar fahren wir von, also wir fahren Ahornsirup, sehr lecker, nach Ungarn. Ins schöne, schöne Ungarn, wobei
Ja, ich denke, so hässlich wird es da nicht sein. Ich war aber, glaube ich, noch nie in Ungarn. Ne, ich glaube nicht. Aber ja, wird schon irgendwie ganz nice sein da. Wir werden es ja sehen. Am Ende dann, wenn wir da ankommen. Ein gutes Ahornsirup. Boah, der krasse Busfahrer hier. Ah, schaut mal da rechts. Ein Drescher, Landwirtschaftssimulator. Grüße gehen raus. Und Xoro, wo geht's bei dir hin oder was spielst du Schönes? Oder bist du gerade in der Schule, beziehungsweise Homeschule? Und wirst du heute Mittag noch zocken? Spielst du überhaupt Landwirtschaft? Ach, ich meine Euro Truck Simulator. Und spielst du auch Landwirtschaftssimulator? Oder spielst du vielleicht was völlig anderes? Oh, es bimmelt, da kommt die Bahn. Die Bahn kommt. Voll am Bimmeln. Ja, ich werde müde. Ich bin ja schon auf dem Weg. Jetzt halt mal durch. Wir haben ja schon ein, zwei Käffchen getrunken. Das wird ja wohl machbar sein hier. So, links frei. Oh, rechts aber nicht. Übrigens, mir fällt gerade auf, kann man auf Tagfahrlicht switchen. So, links frei, rechts wird frei, links frei, rechts frei. Sieht gut aus. Let's go. Oh, hinter uns die Polizei. Und ein paar andere PKWs. Okidoki. Oh, verdammt, jetzt hat sie uns hier, die Polizei. Oh, und auch noch der Blitzer, das wird teuer hier. Naja, die paar km/h, da müssen die sich nicht so aufregen hier. Es war jetzt auch nicht so das krasse Kapitalverbrechen. Es waren vielleicht, weiß nicht, 12 km/h zu viel oder so. Naja. Ist ja nur Geld. Ja, wobei, da gibt es da bestimmt auch schon einen Punkt, wobei, wie ist das im Ausland? Ne, im Ausland dann wahrscheinlich nur eine erhöhte Geldstrafe, keine Punkte. Also lieber, ich bin ja so jemand, ich sag mir, Geld ist egal, Hauptsache keine Punkte. Ja, und ich denke mal, hier im Ausland wird es wohl keine Punkte geben, oder? Also ein bisschen Geld bezahlt reicht schon. Ja, übertreib's halt, Polizist. Der hat bestimmt so ein Kamerateam mit an Bord und muss jetzt hier so voll den Chef raushängen lassen, damit das so aussieht, als wäre der voll der krasse Texas Ranger hier extra für die Kamera. Ja, sag ich ja. Moment mal. War hier nicht irgendwo. Ah, da vorne. Ist aber doch noch ein Stück. Naja, egal, das schaffen wir schon. Das schaffen wir schon. So, da kann er von mir aus nochmal mit seiner Sirene bimmeln. Das stört uns gar nicht. Weil da vorne könnte man auch schlafen, sehe ich gerade. Boah, wäre natürlich eine Überlegung wert.
So. Mal schauen, ob ich das hinbekomme. Och, da fallen die Äuglein zu. Was sind wir aber auch müde hier. So, lassen wir mal ein bisschen frische Luft rein. Fenster runter gehebelt. Und dann, ja, direkt am Hotel mit dem LKW geparkt. Wer kennt's nicht? Hotels haben ja in der Regel immer LKW-Parkplätze. Not. Aber hier, das ist ein LKW-Hotel. Ja, nice. Allerdings mit Auflieger, ich weiß nicht. Sieht schon ein bisschen eng aus, oder? Am besten direkt rückwärts reinfahren. Ja, die Verkehrsteilnehmer werden sich freuen. Und ich mich als Fahrer auch. Aber da kommt schon der Erste. Ja, da muss er jetzt mal warten, wie man so schön sagt. Oh je, oh je. Und dann kann ich da wahrscheinlich nicht mal. Oh, jetzt fährt er. Ja, genau. Ja, er wartet, alles klar. Ups, so, nochmal hier. Oh, Alter, hör mal auf, hier rumzuhupen. Okay, nochmal vor. Ich müsste jetzt mal kurz gucken hier mit der Leitplanke. Nochmal schauen gerade. Ja, passt. Ja, wie gesagt, wahrscheinlich kann ich dann nicht mal hier parken mit dem ganzen Sattelzug, aber keine Ahnung. Ja, fahr. Oh nein, es stehen die da. So, ich gehe noch mal gucken gerade, nicht, dass ich hier die Autos wegmache, aber passt. Na, erster Gang bitte. Oder was heißt erster Gang? Ja, doch, er legt den ersten sogar ein. Nicht immer, also es muss beim Automatikgetriebe nicht immer der erste sein. Aber in dem Fall war es der erste. Gut. Tja, kann ich hier schlafen, so rum? Wir werden sehen. Ach ja, Verstoß gegen Ruhezeit, chill mal. Es wäre natürlich nice, wenn es geht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das nicht so hinhaut. Naja, ich weiß ja auch nicht.
Okay, geht doch. Ich sag nichts. Ich habe nichts gesagt. Ah, so, eine Runde schlafen, super. Und es ist wieder Abend. Naja, dann erstmal, ich würde sagen, jo, eine Kaffeepause, bis gleich.
So, Leute, da bin ich wieder. Dann würde ich sagen, Motor starten, weiter geht's. Ja, danke, Lukas. Mach's gut, bis später. Motor läuft, ja. Und weiter geht's. So, alles hier noch ruhig. Ja, und wir sind hier voll im Nachtrhythmus. Zweites Mal schon geschlafen, zweites Mal. Hier geht's weiter in der Dunkelheit. Ist nicht jedermanns Sache, aber eins ist mal sicher: Im Dunkeln lässt sich's gut munkeln. Ja, also im Dunkeln ist in der Regel weniger Verkehr, alles entspannter, aber halt auch vom Gefühl etwas depressiver und etwas schwerer zu fahren, weil man natürlich alles etwas schwerer sieht, ja. Die einen mögen es, die anderen nicht so. Ja, und ich bin so hin und her gerissen. Ah, so, Hauptsache Kaffee da, denke ich mir. Ah, übrigens, Lukas, auch wenn du schon weg bist, danke für deine Kaffeenachricht. Ampel grün, ja. Hey, Thomas, grüß dich. Danke für dein Resub, mein Freund. Wie geht's, wie steht's? Ja, wie du siehst, geht's hier mal wieder weiter mit Wanzek Logistics. Endlich mal wieder. Na, alles klar bei dir, Thomas? Wann kommt endlich das Iberia DLC raus, frag ich mich. Ja, so weit, so gut. Danke. Kaffee schmeckt und tut gut, hier mal wieder im guten alten Wanzex Logistik LKW zu sitzen. Oh, was da vorne? Ah, das sah so aus, als würden die hier voll auf der Straße stehen. Naja, tun sie ja auch, nur auf der anderen Seite. Da hat es ordentlich gekracht. Da hat es aber ordentlich gekracht, hat es da. Ach, ich sehe gerade, du bist ja schon sechster Monat schon. Wow. Ich danke dir, Thomas. Super duper nice, my friend. Na, bist du auch am Trucken oder bist du wieder am Schrauben oder beides? So, noch 9 Stündchen, naja, fast 10 Stunden. Ja, das geht doch. Bis 12 Uhr kriegen wir das schon hin. Oh, da werden wir krass überholt. Oh, guck mal, obwohl hier, wir fahren schon 72 und der zieht hier trotzdem an uns vorbei. Was für ein Gangster. Wobei, wahrscheinlich gelten ja die 70 hier nur für den LKW. Der darf, ja, ich nehme mal an, schneller fahren. Wobei, nö, Verkehrsschilder hier 70. Eieiei, was für ein Verbrecher, ein Verkehrsverbrecher. Ein Verkehrsverbrecher.
Ja, so ist das. Ja, Thomas, ich habe mir heute wieder gedacht, wie schön hier der Wanzex Logistik Volvo aussieht. Schön in in den Wanzex Logistics Farben und Skin und alles. Ist richtig nice, das Teil. Ja, ich weiß, wer TFA Verkehrssünder. Ich habe nur gerade überlegt, oh, schon wieder. Schaut mal, da hat es schon wieder gekracht. Das sieht ja fast so aus wie der Unfall, den wir eben gerade gesehen haben. Merkwürdig. Ne, ich habe nur gerade gedacht, Verkehrsverbrecher, ob das Wort schon mal jemals jemand vor mir in den Mund genommen hat. Ob das schon mal jemals jemand so formuliert hat. Das habe ich mir also nochmal durch den Kopf gehen lassen und fand es irgendwie ganz lustig. Ja, ich weiß, Thomas, nochmal Glückwunsch. Beim Racer Henne auch. Der war hier auch vor ein paar Tagen drin und hat die 100 Abos oder was man da noch. Ach, 100 Abos, 100 Follower geknackt oder braucht man nur 50? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube 100. Aber ich glaube, es gibt da noch andere Regeln. Wenn man entweder 100 Follower hat oder so und so viele Leute durchschnittlich im Stream oder sowas in der Art. Naja, wie auch immer, coole Sache. Drei Zuschauer im Durchschnitt. Das klingt jetzt gar nicht mal so schwer. Ich dachte eigentlich, man muss. Drei Zuschauer im Durchschnitt. Echt? Ja, okay. Warum nicht? Also, ich meine, ist ja besser, dass die Hürde nicht so hoch ist, als wie wenn es auf YouTube ist, wo man direkt mal 1000 Abos braucht. Wir haben auf SimChair jetzt 100 irgendwas, also das kann noch dauern, bis wir da 1000 haben. Und auf Let's Chair haben wir, glaube ich, 30. Und da tut sich auch nicht viel. Also dann schon, dann sind mir die Regeln hier, die Voraussetzungen auf Twitch echt lieber. So, ich glaube, hier können wir rüberfahren. Ja, was streamst du denn im Moment zu Ferrari Boy? Immer noch Car Mechanic Simulator oder was? Oder Fotoradar? Oh, da ist auch schon ein Radar. Da rechts im Dunkeln versteckt er sich die Radarfalle. Ah, oh, ich hab's gewusst. Und er bleibt halt so halb. Hat er das? Das steht auch. Na, hat er gerade noch so die Linie getroffen? Ich dachte, er steht etwas zu weit vorne. Marvels kenne ich gar nicht. ETS, ATS ist natürlich dufte. Ja, was Marvels ist, ich weiß es nicht. Hat es irgendwas mit Superhelden zu tun? Ich habe keine Ahnung. So. Und auch hier an dieser Ampel kommen wir unserem Ziel ein kleines Stückchen näher. Ach, Murmeln. Ah ja, tatsächlich. Ja. Macht bestimmt auch Spaß.
Mann, hier ist so dunkel, da sieht man ja nicht mal hier die Kreuzung. Spaß und süchtig, okay, dann sollte ich. Entweder soll ich mir Marvels auch mal anschauen, oder ich soll die Finger davon lassen, das ist die Frage. Ich glaube, ein, zwei Leute in Steam habe ich gesehen, die das spielen. Also ja, ist bestimmt auch nicht so, also nicht so unpopulär, könnte ich mir vorstellen, das Spiel. Jo, danke, WATFA. Also habe ich ja ganz gut getippt. Also wie gesagt, bis zu 1000. Tja, das kann noch dauern, bis wer weiß, ob ich das über oder wir, wer weiß, ob wir das überhaupt mal hinbekommen. Ja, irgendwann bestimmt. Also es ist zum, das Gute ist zumindest, mit den Abos geht's, wenn überhaupt, nach oben und selten nach unten. Ab und zu ist mal einer, der auch wieder deabonniert. Das gehört ja dazu. Das gibt es ja auf Twitch hier bestimmt auch. Ja, aber so in der Summe, alle paar Monate kommen wir ein bisschen weiter. Also ja, ich muss auch sagen, ich könnte natürlich auch noch ein bisschen Werbung machen und vielleicht auch noch ein bisschen mein Engagement auf YouTube erhöhen. Aber da fehlt mir natürlich auch so ein bisschen die Zeit und ich habe es ja eigentlich auch nicht eilig. Aber ja, irgendwann wäre es natürlich auch super, wenn man dann mal ein bisschen ja, Support auch auf YouTube bekommt durch Monetarisierungsoptionen der Videos und so. Naja, der Tag wird kommen. Ich hatte das früher schon mal auf einem anderen Kanal, bevor es diese 1000-Abo-Regel gab. War natürlich auch kein großer Kanal, den ich da hatte. Hatte aber dann irgendwann auch viele Videos. Und tatsächlich so ein paar Eddies kamen dann bei rum. Nicht super viel, aber es hat zumindest, also für meine bescheidenen Bedürfnisse war ich damit zufrieden. Deswegen war ich schon etwas enttäuscht, als die Regel da eingeführt haben, dass man jetzt plötzlich 1000 Abos braucht oder was weiß ich, 10.000 Stunden Playtime oder, ja, also, naja, ein bisschen hochgesteckte Ziele. Aber ja, eines Tages wird es bestimmt auch mal auf YouTube soweit sein. Oh, was liegt denn da? War das Müll oder war das eine Sporttasche? Ich glaube Müll. Ich bin auf jeden Fall auch auf YouTube für jeden, der abonniert, sehr dankbar und freue mich. Und zufrieden. So, hier sind 50, da halten wir uns fast dran. Ui, dann sind es schon fast nur noch 6 Stunden. Cool. Jetzt fliegt die Zeit, ja. Ja, wir sind ja auch schon lange auf Achse. Die Reifen, die sind bestimmt schon richtig, richtig aufgewärmt vom langen Fahren hier. Von der Reibung auf dem Boden, dann noch mit dem Gewicht hinten drauf. Die müssen schon was aushalten, die guten. Naja, tun sie auch. Nach Ungarn mit Ahornsirup. Eine ziemlich lange Tour. Ich hatte eine kleine Tour von nach Russland und dann jetzt halt mit Ahornsirup. Ach nee, Entschuldigung, nicht nach Russland. Das habe ich ja vorhin schon mal verwechselt. Nach Lettland. Und jetzt von da mit Ahornsirup nach Ungarn. Und dann ist ja jetzt auch gleich schon 12 Uhr und dann haben wir es erstmal wieder geschafft.
Und wo geht's bei dir heute noch hin, Thomas? Ah, in Italien. Ja, da gefällt es mir auch. Da werden wir bestimmt auch irgendwann mal wieder hinfahren. Das gute Bella Italia. Ja, nice. Da ist es doch bestimmt sehr schön um diese Jahreszeit. Wann ist es da mal nicht schön? Das ist wahrscheinlich immer schön. So, rechts kommt keiner, alles klar. Wow, wie nimmt er denn hier die Kurve? Voll am Einlenken und er so, tschak. Naja, gut. Hat ja geklappt. Vielleicht war ich auch ein bisschen schnell, keine Ahnung. Ja, bitte fahren Sie so, da hat's gebimmelt. Danke, Ferrari Boy. Doppelt und dreifach für die Unterstützung. So, wie sieht's aus? Kraftstoff, könnte noch reichen. Wenn wir da ankommen, wird es wahrscheinlich ziemlich leer sein, aber könnte noch reichen. Wir wollen ja keine Zeit verschwenden. Geht noch. Alles kalkuliert hier. Ja, Leute, Mensch, 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 wann kommt denn endlich das Iberia DLC? Also bei aller Liebe SCS Software, aber das ist schon krass, wie lange ihr das jetzt doch noch rauszögert. Wahrscheinlich zögern die das echt noch bis in den Spätsommer raus und sparen sich damit dann ein DLC, das dann hätte im Spätsommer rauskommen sollen. So langsam habe ich die Befürchtung, das wird ja dann noch drei fast, ja, vielleicht sogar 4 Monate dauern. Sorry. Ja, habe ich gesehen, aber wirklich schlau wurde man da ja, glaube ich, auch nicht draus, wann es jetzt released wird, oder habe ich da irgendwas übersehen? Naja, vielleicht ist das ja jetzt der Teaser, dass es bald kommt. So, nächste Kurve. Ach, nächste Ampel meine ich. Aber auch nächste Kurve. Ich hätte auch einfach sagen können, nächste Kreuzung.
Oh, da fällt mir ein. Ich wollte auch gestern, ich habe ja gesagt, ich wollte gestern Cappuccino trinken. Ich wollte aber auch gestern voll chillig eigentlich noch eine Folge Asphalt Cowboys gucken. Ha, habe ich doch beides vergessen. Das werde ich heute machen. Ja, nice. Oh, yeah. Ach, Ferrari Boy, da fällt mir auch noch was ein. Wann kommt eigentlich dieser interne Multiplayer raus? Das dauert noch länger, oder? Oder, ja, da gibt es wahrscheinlich auch noch kein Release-Datum, stimmt's? Oder kommt er mit dem Iberia DLC raus? Weiß man wahrscheinlich nicht. So, hier auf der Landstraße darf ich 90 fahren. Okay. Andere Länder, andere Sitten. 2:31 Uhr in der Nacht. Noch 5 Stunden. Sprit ist noch in Ordnung. Noch. So, oder Jude zieht hier raus. Ich dachte, der wartet. Ah, okay. Danke, Thomas. Also, man weiß es nicht genau. Entweder mit der Version 1.40 oder mit Iberia oder vielleicht danach? Fragezeichen. Naja, okay. Wir dürfen gespannt sein. Ja, wie immer, keiner weiß es, weil die immer sehr, ja, sehr sparsam mit ihren wichtigen Informationen sind. Oh, da hat's gebimmelt. Petro Spar 2008, grüß dich, willkommen auf Simchay. Danke für dein Follow. Merci, gracias, amigo muchacho, thank you very much. Ich wünsche dir einen schönen Tag, ordentlich Diesel im Tank und gute Fahrt, mein Freund. Herzlich willkommen und hallo. Oh, hier ist Vorfahrt 8. Oh, da kommt einer. Boah, das ist aber auch kriminell, ne? Da fährst du die ganze Zeit und dann ist Vorfahrt 8. Ja. Nein, das sind hier noch die alten Straßen. Das wird ja irgendwann auch mal alles gereworked und ein bisschen authentischer und zeitgemäßer, sag ich jetzt mal, ausgebaut, editiert, verbessert. Nee, jetzt wo du sagst, nee. Ach so, den habe ich hier gar nicht auf dem PC drauf, Ferrari Boy. Ich habe nämlich vorhin erstmal meine Safe Games hier rüber geschoben. Und dann habe ich auch deine Mod-Skins nochmal downgeloadet. Ich habe hier noch gar kein Truckbook. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich hatte ja ein paar technische Probleme letzte und vorletzte Woche. Deswegen alles etwas, muss ich und muss jetzt alles etwas umstellen. Naja, Hauptsache ich fahre hier für Wanzek Logistics und mache ein bisschen Werbung. Hi Sigi, na klar, ist immer nur eine Frage der Zeit, aber ist die Zeit bereit, fahre ich auch. Da kannst du dich verlassen, mein Freund. Also, ich werde auch in Zukunft nach wie vor trucken. Da musst du gar keine Angst haben. Ich werde auch nie damit aufhören. Es ist nur immer eine Frage der Zeit. Manchmal, da dauert es halt etwas länger. Wie geht's dir, Sigi? Schön, dass du wieder reinschaust. Da hast du recht, Sigi. Das sollte ich machen. Mein Plan ist, die 4 Stunden jetzt ohne Tankstopp durchzufahren. Ja, und Werkstatt, wenn wir wieder auf unserem Hof sind. Also am besten irgendeine Tour nach Frankfurt am Main fahren und dann reparieren.
Ach so, ja, macht ja nichts, Thomas. Das ging hier drunter und drüber. Zum Glück läuft jetzt alles wieder und Daumen drücken, dass es auch so bleibt. Wenn es so bleibt, bin ich mehr als zufrieden. So, 3 Stunden 42 Minuten, das werden wir ja mit der Tankfüllung noch hinbekommen. Oh, eine neue Wohnung, Siggi. Warum das denn? Bist du mit deiner alten nicht mehr zufrieden oder ziehst du in einen weit entfernten Ort? Ich wünsche dir natürlich schon mal viel Erfolg und Spaß und Freude bei deinem Umzug, auf dass du dich schön in die neue Bude einleben wirst. So ein Umzug ist ja immer mit etwas Arbeit und so verbunden und da muss man sich ja auch erstmal wieder dran gewöhnen an alles, aber ja, am Ende freut man sich. Mal was Neues, dann wird's auch nicht langweilig, stimmt's? Oder habe ich recht? Oh, ein Unfall da vorne. Uiuiui, der steht sogar fast noch auf der Straße. Die armen Leute, ich hoffe, bei denen ist alles in Ordnung. Ah, okay, verstehe. Also hat dein Umzug nur Vorteile, Sigi. Das freut mich. Wie gesagt, ich drück dir die Daumen. Ich werde dann mal im Mai an dich denken und wünsche dir natürlich alles Gute, damit das klappt und du dann happy bist. So, und noch 2 Stunden 47. Tank ist noch okay. Noch. Ja, ich denke mal, bei den 2 Stunden jetzt, wenn ich hier so schön gleichmäßig mit dem Tempomat fahre, dann müsste es ja hinhauen. Achtung, jetzt gleich wieder Stau und Stop and Go und alles. Wer weiß. So, dieses altmodische Straßennetz hier. Naja, kann man auch fahren. Wenn es denn sein muss, dann muss es halt sein.
Ich hoffe ja mal, dass die mit dem neuen Update und mit dem neuen DLC dann auch wieder am Basis-Content ordentlich Rework betrieben haben und betreiben. Das wäre sehr nice. So, 5:13 Uhr, noch ein bisschen dunkel hier. Deswegen lassen wir mal das Abblendlicht an. Hallo Chanello, 94, ebenso, Mahlzeit. Guten Tag, wie geht's, wie steht's? Was machst du Schönes? Wie läuft die Schule und so weiter? Regen. Ab nach Budapest. Da wollen wir lang. Da müssen wir hin. Oh, bestes Wetter hier. Ja, und volle Straßen. Super. Oh, der biegt ab, alles klar. Ah, da kriegt man aber auch echt manchmal Angst, wenn man sieht, wie die Verkehrsteilnehmer da auf einen zugeschossen kommen. So, jetzt noch knappe 2 Stunden. Oh, hier sind ja 70. Wollt ihr gerade schon auf die 80 plus hoch beschleunigen? Nee, nee. 70, alles klar. Ja, bestes Wetter, was will man mehr? Schönes Ungarnwetter hier. Es ist ja schon gemütlich, aber natürlich ein bisschen unangenehm zu fahren. Aber es sieht schon schön aus mit dem Regen da im Hintergrund und dem, ja, grauen Wetter einfach. Ja, gemütlich.
Oh, jetzt sind wir schon wieder müde. Na, die eine Stunde werden wir jetzt aber auch noch hinbekommen. 6:28 Uhr und schon am Gehen. Das ist doch eigentlich die Zeit, wo man aufsteht und nicht schlafen geht. Ah ja, was soll's. Wir machen das schon, Leute, wir machen das schon. Wie gesagt, ja, jetzt ist es kurz nach 12 und ja, wir müssen ja jetzt nur noch hier beim Kunden hinfahren und dann haben wir es ja geschafft. So, Regen vorbei, es hält auf, Tagfahrlicht an. Und jetzt einfach nur noch hier einen Schluck Kaffee, schlürf, schlürf, zack, ups. Oh. Und dann, ja, haben wir es gleich aller Wahrscheinlichkeit nach geschafft. Oh, jetzt wird's rot. Also, ich weiß nicht, das. Ich habe das Gefühl, wir sind vorhin schon länger gefahren und da war das Ewigkeiten blau und nicht sofort rot. Ich habe das Gefühl, jetzt, wo wir kurz vor dem Kunden sind, willst du das Spiel nochmal spannend machen und drückt mir hier, du musst um jeden Preis schlafen rein. Keine Ahnung, ob das irgendwie so geskriptet ist oder ob ich mir das nur einbilde, aber ich bilde es mir ein. Ich bilde es mir ein. Ist egal. Zur Not mache ich halt den Müdigkeitssimulator aus. Als ob man da jetzt für in echt, wenn es noch 40 Minuten sind, als ob man da dann erstmal 9 oder 11 Stunden Ruhezeit machen würde. Also ich bitte euch. Der Chef wird sich freuen und der Kunde wahrscheinlich auch. So, da vorne ist das Ziel. Eben konnte man es schon im Navigationssystem kurz erkennen. Sie werden müde, bla bla. Von wegen. Ich werde hier gerade hellwach. Boah, was für eine Action hier zum Ende der Folge hin, Leute. Hey, grüß dich. Ja, Bond, ich weiß. Natürlich sehe ich das. Ach so, du meinst, ich soll vorher schlafen. Ja. Wie auch immer, grüß dich. Wie geht's dir, Bond? So, also wie gesagt, 19 Minütchen schaffen wir. Geht so. Oh, nicht gut. Warum das denn? Dir fehlt der ein oder andere Kaffee, stimmt's? Oder ist irgendwas, gibt's irgendwas Neues? Mach's gut, Siggi. Danke fürs Zuschauen. Bis später. Schönen Tag wünsche ich dir. Pass auf dich auf, mein Freund. So. Oh, verdammt. Jetzt auch noch hier kriminelle Action. Die Polizei. Gnadenlos hier. Wartet der PK wieder hinter mir? Ich denke schon. Oh, das ist aber nicht sehr schön, Bond. Das tut mir sehr leid für dich. Ja, da kann ich dir wohl nur eine gute Besserung wünschen und dann hoffe ich einfach mal, dass du nicht noch mal unters Messer musst und dass man das auch irgendwie so reparieren kann. Also, gute Besserung für dich.
Dann wollen wir mal das Beste für dich hoffen und dir wünschen, mein Bester. So, da kommt die Ladung hin. Wenn die das da haben möchten, machen wir das. Tja, zu schade, dass man hier auf dem Gelände nicht parken kann, aber ich habe gerade schon im Navi gesehen, da hinten ist eine Parkmöglichkeit. Da werden wir dann in der nächsten Folge erstmal hinfahren und parken, schätze ich. Dann ganz vorsichtig hier. Auch wenn wir müde sind, ja, dann erst recht für vorsichtig, würde ich fast sagen. Natürlich immer vorsichtig, aber wenn man müde ist, sollte man natürlich extra, extra vorsichtig sein. Danke, WHTFA. 7 Minuten drüber. Das ist ja wieder hier kriminell. Wie ein echter LKW-Fahrer. Nein, Spaß. Kriminell sind nur die Gesetzgeber. Ich denke, da kommen wir einigermaßen gerade rein. Okay. So kann man doch bestimmt stehen bleiben. Oh, es sind also nur 5 Minuten oder wie? Der Sache müssen wir jetzt auf den Grund gehen. Wer hat recht hier? Na, wie auch immer. Ein paar Minuten sind wir über die Zeit drüber, aber seht da. Ordentlich Geld hier für den guten Ferrari-Boy verdient. Und natürlich für unser eigenes Gehalt. So. Okay, Leute, hat mich gefreut. Bond, gute Besserung. Und ja, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Danke für die neuen Follower. Danke für die Random-Zuschauer da draußen. Und danke für die Stammchatter und Follower und Zuschauer. Vielleicht sehen wir uns nochmal heute Mittag oder heute Abend. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen sonnigen Tag. Wenn ich so rausgucke, bei mir ist es auf jeden Fall gerade sonnig. Also hoffe ich mal, dass es bei euch auch nicht zu kalt ist. Ja, hat mich gefreut. Hat mal wieder gut getan hier. Wannsee Logistics. Ja, der LKW muss rollen. Die nächste Folge kommt bestimmt. Bis dahin, macht's gut. Ciao.